Neo. Einen wunderschönen guten Buongiorno. Nun. Ja, guten Tag und wunderschön Hallo. Zurück bei uns hier im Loch des Drecks. Wir reden heute über die A&K Masada ACR Standardvariante von Bugatti in der aufgemoddeten Variante. Ne? Ja. Aber erst, hör doch mal auf, erst machst du nämlich jetzt mal das Intro, bevor du hier rumschwenkst. Zeig denen doch noch nix. Mach doch mal das Intro jetzt. Los, hopp. Hopp. Los. Okay. Jetzt. So, ne, wir gerade schon kurz drauf geguckt. Wir haben die Masada von Bugatti bekommen. Jetzt kommen wir erstmal zum Positiven. Das ist eine Masada. Jetzt kommen wir zum Negativen. Ich kann euch leider nicht das, was wir eigentlich machen wollten. Wir wollten ja immer so einen Spielbarkeitsbericht bringen. Kann ich euch nicht drüber berichten, weil wir leider das Ding hier zum Verrecken nicht zum Fieden gekriegt haben. Und das ist schade. Weil eigentlich haben wir ein Chrono-Protokoll mitgekriegt von Bugatti und angeblich hat die so ihre 1,4, 1,5 Joule laut Chrono-Protokoll. Können wir jetzt nicht bestätigen oder verneinen, weil sie tut es nicht. Wobei, das ist falsch. Sie tut es, aber sie tut es nichts vorne raus. Oder sie tut nur sehr wenig vorne raus, nur sehr sporadisch. Und nicht so, dass man sie spielen könnte in dem Zustand. Das haben wir jetzt nicht nur mit dem mitgelieferten Highcap von A&K ausprobiert. Wir haben das Ganze mit diesen, ich weiß nicht, Off-Brand-Magazinen, die eigentlich super sind. Also bei mir funktionieren die super, damit funktioniert es nicht. Wir haben die Ares A-Max probiert, die bei mir auch in eigentlich allem fieden, hier nicht. Wir haben die Ares 140er Clear-Max probiert, die auch mega fieden, keine Chance. Wir haben die G&G mit Caps, die 120er haben wir ausprobiert, auch keine Chance. Und andere haben wir halt einfach nicht, weil wir so wenig AR-15-Magazine haben, mangels AR-15-Varianten, die wir haben. Also die Magazinsorten hier... Das sind fünf verschiedene Magazine, aber wir haben nichts. Ja, wir haben aber auch nur diese fünf verschiedenen... Wir haben einen Schrank voll, nichts anzuziehen. Das ist richtig. Wir haben diese fünf verschiedenen Varianten aber auch nur, weil meine VFC-Ska... ne? Ich musste ja ausprobieren, ob das feedet. Und die feeden alle nicht. Deswegen können wir die jetzt hier mal weg. Dann machen wir ganz kurz eine Pause. Jo, kann ich wieder? Mhm. Ja, ne, das dann zu den Magazinen. Dann, ja, wir versuchen gleich nochmal ein Chrono-Protokoll für euch zu filmen. Wir das irgendwie hinkriegen, dass da was rauskommt. Wenn ja, zeigen wir es euch. Wenn nein, dann kommt halt keins. Lasst euch überraschen. Und dann gehen wir jetzt einfach mal von vorne nach hinten drüber. Und dann zeige ich euch, was mir so gefällt und was mir nicht gefällt. Und tatsächlich ist ausnahmsweise mal, was mir nicht gefällt, wenig. Sehr wenig. Mir gefällt eigentlich hier fast alles ziemlich sehr gut dran. Wir haben zwei Kleinigkeiten, die mir nicht passen. Das ist der Stuhl. Das ist der Stuhl. Natürlich ist das der, das ist der Stuhlgang hauptsächlich. Nee, wir haben hier zwei Kleinigkeiten dran, die mir nicht passen, wovon eine aber auch im Originalen so ist. Und
Selbst im Original hätte mir nicht gepasst. Also, fangen wir vorne an. Wir haben hier einen wunderschönen Flash-Hider, den ich persönlich auch optisch sehr ansprechend finde. Auf einem 14 mm Negativgewinde mit einer Madenschraube unten zur Gegensicherung. Sprich, wird innen abmachen, Madenschraube ab, passt. Dann gehen wir weiter von außen. Hier schön Gasgestänge, hübsch gemacht. Sieht man auch hier noch so ein bisschen da durch. Ja, ein bisschen, ja. Dann haben wir ein MOE Handguard. Das ist so der Urvater vom M-Lock-System. Und meines Wissens nach auch mit M-Lock-Sachen kompatibel. Wir haben auch noch irgendwo einen MOE-Griff, einen originalen, ne? Doch, klar. Natürlich haben wir noch einen originalen MOE-Griff. Gibt nicht vieles, was wir hier nicht rumfliegen haben. Hier, das ist noch ein originaler MOE-Griff. Steht sogar noch MOE drauf. Und passt an M-Lock. Also. Und passt an M-Lock. Wobei das hier meine ich auch diesem MOE-Kram, weil das ist halt im Endeffekt eine Masada Kalaschnikow, ne, wenn man mal so drüber guckt. Ja, auf jeden Fall MOE top. Und es ist halt im Endeffekt ist es der Urvater vom M-Lock-System und auch kompatibel mit M-Lock-System. Dann haben wir hier weiter nach hinten die schönen QD Sling Points, den wir auch noch hier hinten haben. Das war's dann. Da kommen wir gleich zu. Dann haben wir hier unseren Lower Body komplett aus Kunststoff, so wie beim Originalen. Das ist aber auch gar nicht schlimm. Das ist nämlich schon ordentlich stabil und das fasst sich auch echt gut an. Ich weiß jetzt nicht, wie das auf der Kamera rüberkommt, ob das hier vielleicht ein bisschen zu shiny ist, aber im Echten tatsächlich nicht so sehr. Also es fasst sich schön an, es sieht schön aus, ich mag's. Hui. Dann haben wir hier unten, nee, doch, wir fangen ja von vorne nach hinten. wir hier unseren Mag Release, der ist beidseitig bedienbar. Und tatsächlich fallen die meisten Magazine auch relativ freeform raus. Das finde ich sehr angenehm. Hier auf der anderen Seite ist das Gegenstück. Dann haben wir unseren Bolt Catch Release Button. Der funktionieren würde. Im Normalfall macht man jetzt den Verschluss auf und dann drückt man den hier runter und dann verschließt er wieder nach vorne. Treibt hier aber gerade ein bisschen. Dann haben wir den ersten Punkt, wo ich sage, das mag ich nicht so sehr. Und das ist dieser Feuerwahlhebel, der auch beidseitig ist und das ist schön, aber ihr brecht euch was dabei, wenn ihr den bewegen wollt. Also der geht so straff und so steif und das ist, der klickt schön in Platz rein, das ist toll, ja, aber... Hm? Aber auch dazwischen halt. Aber auch dazwischen und der ist so straff. Und da habe ich sogar versucht, mal ein bisschen was dran zu machen. Keine Chance, das ist so straff, das Ding... Ich weiß es nicht. Dann haben wir den Abzug, ganz normaler Abzug. Die Sicherung ist sehr schön, das ist richtig schön fest hier. Und dann haben wir hinten unseren Druckpunkt auf den Mikroswitch, auf den wir gleich noch eingehen. Dann habt ihr im Paket mit dabei, den habe ich jetzt aber nicht drauf geschraubt, hier hinten noch eine ein Klappkorn. Das haben wir nämlich eben vergessen, hier vorne ist nämlich auch noch eine Aufklappkimme. Die ist auch einstellbar, das ist alles ganz schön und fein. Selbes Spiel habt ihr zum Aufschrauben dabei. Dann kommen wir, ich finde ihn schön. Ist das nicht ein schöner Schaft? Ich finde, das ist ein schöner Schaft. Das ist eine Aussage, die man sehr selten trifft. Ich finde deinen Schaft sehr schön. Danke, Baby. That's what she said. So, bevor ich jetzt auf den auf diesen schönen Schaft weiter eingehe, was ich ein bisschen schade finde, ich kenne noch die alte Masada. Das war damals die PTS. Die hatte ich mal. SD? Was? PTSD? Nee, das ist dein Part. Du bist hier der... Hörst du auf zu furzen? Ja, ja, Ausreden über Ausreden. Auf jeden Fall ist hier in diesen beiden Löchern, war bei der PTS-Variante und ich meine auch bei den alten A- und K-Varianten, ist hier eigentlich noch so ein Bügel drüber, der als Slingmount gedacht ist. Warum der jetzt hier nicht bei ist, übersteigt mein Fachwissen.
weil auch bei der originalen Variante damals, auch bei der PTS-Variante und bei der originalen Masada, also bei der echten, waren auch diese QD-Punkte schon dran und halt hier noch dieser Bügel. So, warum der weggelassen wurde? Man weiß es nicht. Es ist und bleibt ein Rätsel. Weil wir keine Hausfrauen sind und nichts mit Bügeln zu tun haben. Sexistisch! Ich bügel zu Hause. Damit du wenigstens irgendwas mal zu Hause tust. Ich mach mehr zu Hause als du. Ja, Kroketten und Schnitzel essen. Aber wir wollen jetzt hier keinen Ehestreit anfangen, der von uns beiden mehr im Haushalt tut. In unserem Haushalt, wir wohnen zusammen. Boah, wenn wir das Gerücht in die Welt setzen, meinst du, das glauben die uns? Lass uns das Gerücht in die Welt setzen, dass wir ein schwules Ehepaar sind. Damit meine Frau noch eifersüchtiger wird. Der ist verheiratet, der Bruder. Ja, mit mir. Warum geht denn das jetzt nicht? Film das doch jetzt nicht. Natürlich film ich das. Deine Unfähigkeit muss auch festgehalten werden. Da geht das. So, das wusste ich natürlich. Wir haben eine in der Höhe verstellbare Schaftkappe. Auf... Schaftkappe. Wangenauflage, Klugscheiße. Wir haben eine in der Höhe verstellbare Wangenauflage. Die ganze verstellt ihr so, dass ihr den Mist nach hinten zieht, dann hoch und wieder rein und dann ist die fest. So. Ja, wir haben Ahnung von dem, was wir hier tun. Wir haben Ahnung davon. Ich hätte gerne eine echte Masada. So, und jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt, der mir nicht passt, den ich vorhin meinte. Der ist aber auch bei der echten Masada so. Ihr nehmt jetzt irgendeinen Schiebeschaft, den ihr kennt, und dann müsst ihr eigentlich erst die Knöpfchen drücken. Und dann könnt ihr den ausziehen und dann ist das schön. Warum auch immer sich diese Firma damals gedacht hat, dass wir das anders machen müssen. Nennen wir ihn Herr Masada. Herr Masada, nein, war nicht die Firma Bushmaster oder so? Nein, Herr Masada hat sich gedacht. Herr Masada von der Firma Bushmaster hat sich gedacht, wir machen das so, dass ich den Mist per Hand so ausziehen kann. Und das ist voll praktisch, gerade wenn man hier eine Sling auf der Hand hat und da die Waffe dran aufhängt. Der taktische Nutzen erschließt sich mir persönlich nicht so sehr. Verstehe ich nicht. Weiß ich nicht, was das soll. Also ich meine, nach vorne hin ist das bombenfest. Und Wacky, Spiel? Wenig bis gar nicht. Auch selbst bei komplett ausgezogen. Also das ist voll in Ordnung. Auch in den anderen Positionen. Das einzige Problem ist halt... Und vor allen Dingen dein einziger möglicher hinterer Slingpunkt, weil diese Slingpunkte ja hier nicht da sind, ist ja entweder der QD-Punkt oder hier durch deinen Sling zu ziehen. Das heißt, egal wie du es machst, jedes Mal, wenn du deine Wumme slingst... Hä? Aber wie gesagt, das ist meines Wissens nach auch bei der originalen Bushmaster ACR so und bei den, ich weiß gar nicht, wer stellt denn die Masada her? Oder stellte, die wird ja gar nicht mehr hergestellt. Der Herr Masada? Nee, Herr Masada macht das nicht. Herr Masada hat Urlaub, der ist in Pension. Nee, weiß ich nicht. Ich weiß, dass die Firma Bushmaster das ACR-System erfunden hat und dass die Firma Bushmaster das nachher abgegeben hat, weil das nichts gegeben hat und die nirgendwo übernommen wurde, obwohl die am Anfang alle geil fanden. Und ich weiß es nicht. Ich blende es mal da ein. Ob du das findest? Ja, natürlich werde ich finden, wer die Masada hergestellt hat. Google ich Masada, Wikipedia, hergestellt von dieser Firma, die Browning? Hier steht. Nein, Browning ist es nicht. Ja, diese Firma, die hier so steht. Winchester. Ich glaube, da bist du gar nicht so falsch. Keine Ahnung. Es könnte auch Colt sein. Nein. Ey, von mir aus kann es auch VW sein. Ich habe keinen blassen Schimmer. Er guckt bestimmt gerade nicht nach. Okay, Google. Welche Firma stellt die Masada her? Fuck. Welche Firma stellt die Masada her? Und dann macht Google bestimmt nicht Masada, so Stab draus oder so. Masada, Wikipedia. Wow. Nee. Doch, Herr Masada. Nee. Die Sikarier kämpften nicht gegen die römische Armee, sondern gegen andere Juden. Warte mal. Das ist sehr schnell eskaliert jetzt gerade. Magpul. Nein, das war die ursprüngliche. Die ursprüngliche war eine Magpul Bushmaster Kooperation.
Das weiß ich. Tja. Ja, aber Magpul macht's ja nicht mehr. Ja. Keiner? Das war ja die ursprüngliche Bushmaster ACR, Advanced Combat Rifle. Weil witzig mit Kaliberwechsel on the fly und all so ein Scheiß. Ja, ich hab doch keine Ahnung, du bist hier der Typ, der Ahnung davon hat. Ja, aber ich soll's ja nicht mehr. So, dann gehen wir jetzt halt einfach weiter auf die externe Verarbeitung ein. So, ihr Nudelköppe. Nun. Klingt hier so wie dieser Pinguin. Nun. Gehen wir weiter, haben wir hier den, beim echten wäre es hier der Hülsendeflektor, also die Hülse kommt dann hier so rausgeschossen, so und dann fliegt hier so weg. Dann haben wir hier unseren Verschlusshebel, den finde ich sehr schön gemacht, weil der so ein bisschen ungekantet ist, das lässt das Ganze so ein bisschen tacti-cool aussehen, das mag ich, das ist fancy. Dann haben wir hier noch einen QD-Slingpoint und das war es eigentlich auch mit den externen Sachen. Jetzt zeige ich euch noch was Cooles. Und zwar, wenn ich jetzt ein Werkzeug hier hätte. Nein, da kommen wir doch gleich erst zu. Ich finde es aber lustig, dass du kein Catch brauchst, weil das Ding halt von alleine hält. Ja, ich finde das gar nicht so lustig. Ich finde es eher schade, weil eigentlich. Weil das an der Gearbox halt irgendwie hart. Ja, irgendwie reibt das da an der Gearbox. Irgendwie ist das nicht so schön zusammengebaut. Da habe ich dann ein Tool. Aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte. Wenn man diesen Stift rausnimmt. Der übrigens extrem spack sitzt. Alter. Der hat einfach nicht gefrühstückt. Das stimmt tatsächlich sogar. Kann man diesen kompletten geilen Handschutz, den ich immer noch geiler finde als das Rail-System, kann man abnehmen. Und dann kommt diese ganze Schönheit von Barrel-Systemen. Wir hatten das damals bei der HK416 schon mal, dass ich sowas sehr geil finde, wenn man das ganze Gasgestänge und alles mit Original nachbildet. Jetzt ist A&K aber noch einen Schritt weiter gegangen, weil die Masala war ja dafür bekannt, oder die Idee hinter der Masala war, dass man durch einen Rohrwechsel, durch ein sehr schnelles Rohrwechselsystem und einen Verschlusswechsel, was auch eigentlich sehr schnell gehen sollte, die Lauflänge des Kaliber und damit die Anwendung der Waffe verändern kann. Sprich, ich könnte jetzt hingehen und sagen, yo, das Ding hat jetzt NATO 556, ich baue das jetzt eben um auf das Russen 554 oder was das da ist, dieses Kaliber. Oder 300 Lichter aus. Ja, oder 300 Blackout oder sowas, weil ich das super schnell umbauen könnte. Und das zeige ich jetzt mal ganz flug. Drück dieses Knöpfchen hier. Dann zieh, was? Check nochmal Knöpfchen. So, da, Knöpfchen. Mhm. Knöpfchen drückst du rein. Ziehst du. Hast du Rohr in der Hand. Ja, und Hop-Up-Kammer. Das ist für uns als Airsofter natürlich super geil, weil wir ultra flott an die Hop-Up-Kammer kommen. Das ist richtig schick gemacht. Und jetzt mal ganz ehrlich, ist das nicht geil? Mit dem kompletten Gasabnahmegedönse und das ganze Gestänge hier dran und dass das alles halt. Man hat sich da nicht drumherum geschummelt, man hat es gemacht. Ich finde das schön, mich freut sowas. Das sind Details, die machen mich glücklich. Bin ich damit alleine? Das macht mich glücklich. Ich hoffe, ich bin damit nicht alleine. Eine dünne Stange macht Marco glücklich. Oh ja. Und wie mich eine dünne Stange glücklich macht. Ja. Ich finde es halt geil, dass auf so Details geachtet wird. Verklag mich doch. Okay. Und Deutschland, so viel Klage ist raus. Anzeige ist raus. Anzeige ist raus, Brudi. Richtiger Waffeneimer. Ja. Und zack, ist das Ganze wieder arretiert, sitzt fest. Wunderschön. Ich finde sowas schön. Wie schön. Finde ich einfach schön. Lass doch mal den Griff ab. T-Stecker. Und warum T-Stecker? Weil das Begadi-Core-System da drin ist. Jetzt können wir dann nämlich direkt jetzt mal ganz flugs über die Gearbox sprechen. Master auf Überleitung, verstehst du? Master auf Überleitung. Und zwar werden wir jetzt hier ganz frech die Bilder von Begadi einfügen. Werde ich jetzt mal hier ein bisschen Platz machen und das ja. Hier so einfügen. Da sieht man den
Ja, da und ein Bild hier. So, weil Begadi hat sich... Was? Ja, ein Hühnchen. Dein... So, Begadi hat sich da nämlich nicht lumpen lassen, weil ihr für die tatsächlich die aktuellen 450 Euro, die ihr für die Masala bezahlt, wenn ihr sie dann kauft, werdet ihr ja nicht gelumpt, ihr werdet ja nicht verarscht. Ihr bekommt nämlich in der ganzen Sache das Begadi Core-System, was über einen Mikroswitch dann ein EFCS-System hat, ne? Kennt ihr schon? Falls ihr es nicht kennt, lest es euch durch. Begadi kann das weitaus besser beschreiben als ich. Ich finde es ein geiles System, weil das im Endeffekt, es kommt schon nah Richtung, also performance-technisch nah Richtung so einem Gate Aster oder sowas. Da ist das schon sehr nah dran. Man kann nicht so viel einstellen, weil man meines Wissens noch gar nichts einstellen kann. Aber die Performance, die spricht halt für sich. Dann haben wir in der Hop-Up-Kammer verbaut das Begadi Pro Hop-Up Bucking, und zwar das Fly 5 Short plus dem passenden Tensioner. Wir haben einen komplett geschlossenen Zylinder drinne. Wir haben einen Nozzle mit Doppel-O-Ring drinne. Wir haben den Mamba 30K Motor drinne von Begadi. Wir haben einen vollstahl verzahnten Pisten drinne. Wir haben einen neuen Pistenhead drinne, einen anständigen. Wir haben einen doppelt georingten Zylinderhead mit Sorbo-Pad drinne. Wir haben eine Gearbox-Shell mit Federschnellwechselsystem drinne. Wir haben ein 18:1 Gearset drinne, das Begadi euch sogar noch anschleift, dass der AOE, also der Angle of Attack, sprich der Winkel, in dem der erste Zahn vom letzten Gear auf den Pisten greift, dass der gerade anliegt, dass euch da nicht über die Zeit Schäden entstehen. Das hat Begadi euch schon vorgearbeitet. Ne? Die haben die ganze Hop-Up-Nummer haben sie anständig gemacht. Der Spring Guide ist ein kugelgelagerter Spring Guide, dass euch da die Feder nicht flöten geht. Die Gearbox ist geil. Die Gearbox ist einfach nur geil. Leon, wo wir gerade dabei sind, möchtest du mir mal eben einen 11.1er Lipo geben? So, wir haben dann jetzt hier mal so einen schönen 11.1er Lipo. Den schmeiß ich jetzt mal dran und dann müsst ihr mal ganz fein zuhören. Denn nach ein paar Sekunden gibt euch das Gewehr durch das Begadi Core-System halt auch durch dieses kleine Brummen am Motor sowohl haptisches als auch akustisches Feedback, so, yo, ich bin jetzt da, jetzt können wir loslegen. Das Ganze klingt dann so. Und es ist geil, auch das Ansprechverhalten. Also ich finde sie sehr laut, ja, aber irgendwie geil, also... Begadi sollte vielleicht das Core-System einzeln verkaufen, dass man sich das selber irgendwo reinschmeißen kann. Begadi, vielleicht verkauft ihr das Core-System einzeln, dass man sich das selber irgendwo reinschmeißen kann, weil das ist ja geil. Me likey very much. Also ich find's geil. Wie gesagt, wir haben euch ja gerade eben schon aufgezählt, was tatsächlich mechanisch an der ganzen Sache gemacht wurde. Und wir können von uns ehrlich sagen, dass wir Fans von den Mamba-Motoren sind, also von den Begadi-Motoren, dass wir Fans von dem Core-System sind und dass wir vor allen Dingen sehr große Fans von den Begadi-Hop-Up-Systemen sind, also die Fly-Systeme. Und die haben auch eigentlich mittlerweile fast überall verbaut, oder? An unseren Wummen. Bei dir ist die auf jeden Fall drin, bei meinen Scars ist die auf jeden Fall drin, meine Kalash hat die drin. Die MP5 hat die drin, im MG ist die drin. MP5 ist die drin. Ja. Ich glaube, die G36 hat sie noch nicht. Nee, aber da haben wir halt auch noch gar nichts drin gemacht. Genau. Die AK hat sie noch nicht. Nee, die hier nicht, aber die andere. Oh, die andere hat sie. Die andere hat sie. Welche andere AK? Die AKU, die wir von Begadi haben, wo demnächst auch noch ein Video kommen wird. War das die Antwort, die du haben wolltest? Sehr gut. Ich muss noch mal ganz kurz.
Nur mal, guck mal hier auf den Trigger. Ich finde, dass es ist, ich bin schon seit jeher ein Fan vom Microswitch gewesen, weil du ein haptisches Feedback beim Schuss hast, im Gegensatz zum Lichtschrankensystem, wie zum Beispiel beim Titan. Und es funktioniert halt einfach. Hm? Also man hat einen recht langen Triggerweg, bis dann tatsächlich sich ein Schuss löst. Aber ich finde, diesen Punkt zu halten ist sehr einfach, wenn du dann tatsächlich am Feuern bist. Und das Bugatti Chor ist halt einfach, was das angeht, das ist geil. Und das war jetzt kein Vollautofehler, das war jetzt der Rückstoß der Wumme, die meinen Trigger da dran, meinen Finger am Trigger bewegt hat. Das mache ich mit Absicht. Das ist voll geil. Da ist kein Vollautofehler drin oder irgend so ein Mist. Das ist halt so, weil dieses System so... Ich... Schwärmerei jetzt hier. So, aber jetzt können wir das Video eigentlich quasi schon zum Abschluss bringen. Soll ich gucken, ob ich sie gejammt kriege? Nein. Weil ich sie dann nachher wieder dejammen muss. Da habe ich keine Lust drauf. Ja, aber eigentlich sollte es ja nicht gejammt werden können. Nein, ich denke nicht, dass es gejammt werden kann. Aber wie gesagt, da soll sich Bugatti sowieso nochmal mit uns in Kontakt setzen, ob die uns nicht eine andere noch zuschicken wollen. So, zum Fazit der ganzen Sache. Wie gesagt, wir können euch nicht sagen, wie gut das Ding tatsächlich fliegt. Die eine Bewertung auf Bugatti ist sehr gut zu der Performance von dem Gerät. Ich finde, akustisch und haptisch macht die Gearbox einen astreinen Eindruck. Und ich bin halt ein Riesenfan von der Masada als solches. Weil die ist halt einfach, die Handhabung ist göttlich. Das Ding liegt euch im Anschlag. Es fühlt sich alles top an. Das ganze Ding ist, obwohl das System der Masada schon was älter ist, finde ich, sieht das Ding immer noch super futuristisch aus. Und es ist ein geiles Not AR-15. Das ist mein wichtiger Punkt. Man hat den Vorteil, AR-15 Magazine verwenden zu können, weil die uns auf dem Markt damit ja totschmeißen. Aber es ist kein AR-15. Das ist geil. Und es gibt zu wenig Leute, die mit sowas auf dem Feldraum rennen. Leute, hört auf, immer nur M4 zu spielen. Das ist so langweilig, immer nur M4s zu sehen. Mach doch mal was anderes. Zum Beispiel eine Masada. Ja, also, das war's dann von uns. Hast du noch was dazu hinzuzufügen? Ich find's auch ganz hübsch. Das ist schön. Also, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, lasst ein Like und oder ein Abo da. Vielleicht schreibt ihr auch mal einen Kommi, dass hier mal was passiert. Wenn nicht, dann halt nicht. Ne? Ist ja euer Bier. Und ich würde dann sagen, Tschüssikowski, San Francisco, bis dann, Niemanski. Da ist die Tür. Mal aus die Scheiße. Soll ich da nicht wirklich mal darüber filmen und zeigen, dass da die Tür ist? Mach das doch mal, zeig dir nochmal, dass da die Tür ist. Da ist die Tür. Das ist ein...